Das war knapp. Aiden? Mir geht's gut, Dara. Ich finde einen Weg hinein. Sie und Shrift folgen dem nächsten Notsignal. Nein, das ist ein Befehl. Droide, Verbindung trennen. Nein, nein! Festhalten! Ich sehe sie. Ein Kopf rumfällt!
Elektroschock. Los! Aber das waren alle. Suchen wir einen Eingang. Wir müssen meinen Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Dran. Admiral, die Zeit des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen, los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Du hast meine Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden. Geh, überlebe, lebe. Ich muss zu dir, muss überleben. Yeah.
still. Aiden, es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Es ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Nee, aufhören! Aufhören! Der Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker. Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Ich werde gar nichts sagen. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Wird es nicht. Hier war dein Anfang. Du hattest Hoffnung, das Imperium würde dir Mut geben. Fühlst du dich jetzt mutig? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie?
sie jetzt. Deine Erinnerung ist so leicht zu knacken. Warum helfen Sie mir? Glaube brachte dich zur Macht. Die Macht brachte dich zum alten Mann. Wohin brachte er die Karte zu Skywalker? Es war dumm, hierher zurückzukommen. So haben sie dich gefunden. Thank you.
Scheiße! Aufhören! Wo hat Lawson Tekka die Karte hingebracht? Bajora! Er brachte sie nach Bajora! Wie geht's dir, Dell? Erspar mir die Floskeln, Hask. Wir wissen beide, wie es endet. Du wirst nicht den Held spielen. Denn du bist kein Soldat mehr. Sieh dich an, du Feigling. Du hast deine Waffe angetauscht. Wofür? Vaterschaft? Oder Frachtverkehr auf der Corvus? Weißt du, Aiden hat mich vielleicht verraten, aber du, Dell, du hast mich enttäuscht! Du hast mich enttäuscht. Wir haben uns verändert, oder? Hä? Seh dich an. Du warst doch mal tot. Tja, Aiden hat ja vieles geschafft, außer mich zu töten. Wie es aussieht. Hask. Gideon. Bitte. Lass sie einfach in Ruhe. Das wird nicht gut für dich enden. Bitte. Also, dieses Projekt Wiederbelebung kann weitergehen wie geplant. Im Gegenteil, Claire. Ich habe dich gewählt, weil du mal nützlich für mich warst. Wir haben alles wieder aufgebaut und der Jinata-Sicherheit das System überlassen. Und als Gegenleistung liegst du hinter dem Zeitplan und hast zugelassen, dass jemand unseren Plan entdeckt. Ein kleiner Fehler, mein Wort darauf. Meine Männer verlegen die Pelio-Operation und verdoppeln. Wir machen unsere Arbeit auf Atola. Nun, ich werde ein paar Männer zurücklassen, die das überwachen werden. Ihr begrabt Del Mico und seine Crew. Finger weg von der Corvus. Du weißt, das wird sicher locken. Davon gehe ich aus.